Vielleicht. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Uff, das war ziemlich schwer. Nee, ich jetzt erstmal da hoch. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Toll, auch das noch. Hä? Denken? Sieht so aus. Gute Arbeit. Dreimal rechts ist links, ne? Was haben wir hier? So. Ich sag ja, dreimal rechts ist links. Wenn ich jetzt den da nehme. Ja, was für ein Fotospot, die. Aha. Ah, da. Oh, das ist doch mitten in der Fett. Leh. Esst du. Oder? Denke schon. Dann können wir in die Festung. Ui, ist das weit oben. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Ui. Ja,
Was ist los? Hehehe, von hinten. Das hat gesessen. Cam weg. Was bei der Katze? Au. Nicht viel, aber naja. Nee, 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 nee. Hasta la vista, Baby. Alles braucht seine Zeit, Frey. Verschwunden. Aha. Bist du bereit? Es nimmt weh. Dir geht's gut, oder? Gut, nicht unbedingt. Kaboom. Wie gefällt dir das? Ich kann dich nicht vor jedem Treffer bewahren. Ach, und wieso nicht? Tada. Bye. Oh, da war noch was. Zu Weg. Könntest du dich vielleicht nicht ganz so oft treffen lassen? Ja, warte, warte, warte. Ich werde es noch mitnehmen. Ich bin eine Superheldin. Ja, genau, das da. Das da, das da. Danke. Das hilft
nicht viel. Oh, bitte sehen. Sind noch welche? Hey Kacke, das sind zu viele! Kämpf lieber, statt zu fluchen. Von wegen zu viele. Ja, du geht geht. Was ist los? Beinahe. Ach, leck mich. Du drückst schon wieder auf Knöpfe rum, gell? Du drückst schon wieder auf Knöpfe rum. Nützlich sein. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Was ist das? Ich glaube, das kralle ich mir. Nicht die magischen Fertigkeiten sind entscheidend, sondern wofür man sie einsetzt. Ja, danke. Das habe ich mir fast schon gedacht. Gut, dann muss ich mich ja nicht wiederholen. Uäh. Yeah.
Tja. Könnte nützlich werden. Dieser Gegner ist ein ganz besonderes Exemplar. Ja, das hoffe ich doch auch. Holla, die Waldfee. Tu, was du am besten kannst. Ah, ah. Hey, ein Pater. Und das hier draußen. Und Frey? Lust auf ein Spielchen? Schild mal zwei. Versteckt vorübergehend, Preis. Ey. Trau dich ruhig. Du fühlst dich plötzlich extrem gut geschützt. Kampftutorial Zauberkombos. Wenn du nach dem Einsatz bestimmter Zauber und Fertigkeiten R2 gedrückt hältst, führst du einen schnellen Folgeangriff mit deiner stärksten Magie aus. Diese Anschlusszauber sind nach folgenden Aktionen möglich. Angriffsmagie während magischem Parcours, Angriffsmagie nach einem Einsatz einer bestimmten Anzahl an Zaubern, Unterstützungsmagie abrollen. Wir nähern uns dem Ziel. Das letzte Stück wird kein Spaziergang. Fuck! Nicht schlecht! Was ist das? Sieht wie eine Art Mineral aus. Und zwar ein ziemlich ungewöhnliches. Ah, okay. Rot-Waha-Erz. Ein äußerst seltenes Erz, das nur im Gebirge Prän auszufinden ist und auch dort nur in kleinsten Mengen. Tante Seiler ließ ihre unverwechselbare Rüstung aus dem kostbaren Metall schmieden, das aus dem Erz gewonnen wird. Das Erz selbst funkelt rot und wird als Symbol seines Herkunftslandes angesehen. Die Menschen in Pranost glaubten früher, dass es den Schutz der Tantas gewähren konnte. Was ist los? Frag mich nur, ob es nicht was Unauffälligeres gibt als den Haupteingang. Bekommst du etwa kalte Füße? Nein, ich lerne nur aus meinen Fehlern. Da ist das Tor. Scheint seinen Zweck als Eingang zu erfüllen. Zumindest, wenn es da nicht vor Soldaten nur so wimmelt. Vielleicht haben wir Glück und alle sind zu einem Manöver ausgezogen. Hey, die Wand. Der Lageplan zeigt einen schmalen Weg, der hinaufführt. Ein zweiter Eingang vielleicht? Dem Lageplan zufolge befindet sich dort der Thronsaal. Und dort ist Seiler bestimmt.
komisch. Hier ist es so merkwürdig still. Du kannst dich glücklich schätzen. Finden wir lieber Syla, ja? Burg Praenost. Phantasalos Festung thront unheilvoll am Rande steiler Felsen, umgeben von imposanten Mauern, die bis in die Stadt hinunterreichen. In diesen Wällen war einst eine riesige Armee stationiert, die jederzeit kriegsbereit war. Durch die Bauweise der nahezu undurchdringlichen Befestigungsanlage waren feindliche Heere dazu gezwungen, sich gleichsam im Gänsemarsch fortzubewegen, denn kein normaler Mensch wäre dazu imstande, die Felswände zu erklimmen. Ein untypischer Hauch von Prunk ist im Korridor zum Thronsaal zu sehen. Er ist mit Gemälden geschmückt, auf welchen die ruhmreichen Tantas auf dem Höhepunkt ihrer Macht abgebildet sind. Oh, so viele Gegner. Kyptoceras. Der Bruch hat von diesen einstigen Ziegen wahrlich Besitz ergriffen, sodass nun vor allem ihre Beine überwiegend aus Metall bestehen und wesentlich fester zutreten können. Ihre verstärkten Beine tragen sie auch weiter, sodass sie nun nicht mehr nur im Umland von Kipal zu finden sind, sondern in ganz Praenost. Euklaros. Diese einstigen Ziegen sind so tief von der Verderbnis durchdrungen, dass ihre inneren Organe zu Gold geworden sind und damit begonnen haben, ihre Haut zu durchstoßen, sodass ihr einst so prächtiges Fell in Fetzen gerissen wurde. Man bekommt sie nicht häufig zu sehen, denn sie halten sich nur in den Gegenden Praenosts auf, in denen der Bruch am dichtesten ist. Trodon. Gewaltige Echsen, die unter dem Einfluss des Bruchs große Veränderungen durchgemacht haben. Eine besonders verstörende Nebenwirkung sind die unzähligen Giftpusteln, die ihre Körper bedecken. Sie platzen nicht nur bei Berührung, sondern das Gift, das sie enthalten, tropft auch auf den Boden, sodass die Kreaturen überall Pfützen hinterlassen, die ihren Gegnern Schaden zufügen, wenn diese unvorsichtigerweise hineintreten. Argentavis. Die Verderbnis hat dazu geführt, dass goldene Flecken sich am Körper dieses fliegenden Aasfressers ausgebreitet haben. Die Kreaturen sind überall heimisch, denn Praenost hat das Umland von Kipal bis hin zu den entlegensten Winkeln von Praenost über das Umland von Kipal bis hin zu den entlegensten Winkeln Arboalets. Wie alle Bruchbestien sind sie nicht auf Nahrung angewiesen, aber das hindert sie nicht daran, sich auf Leckerbissen zu stürzen, die sie am Boden erspähen. Aiolornis. Der Bruch hat das Gefieder dieses auffälligen Aasfressers rein weiß gebleicht und seine Flügel beinahe vollständig vergoldet. Wie seine weniger verdorbenen Artgenossen kann er starke Säure auf seine Gegner speien, tut dies aber in größeren Mengen und großflächiger. Thylakoleo. Die Verderbnis hat den Körper dieser Großkatze völlig verändert und sie in einen Zustand manischer Grausamkeit versetzt. Wird sie angegriffen, wehrt sie sich instinktiv mit mächtigen Kontern und sie zögert keine Sekunde, ihre Gegner anzuspringen. Der Lebensraum der Spezies erstreckt sich über ein weites Gebiet und obwohl diese Kreaturen ursprünglich in kleinen Rudeln hauptsächlich in Praenost lebten, unternehmen sie gelegentlich Streifzüge bis nach Visoria. Synthera Simulacrum. Ein Synthiras, der durch den Kontakt mit einem heiligen Monument auf den Plan gerufen wurde. Diese Kreatur ist zwar im Grunde nur ein Trugbild, aber ihr Erscheinungsbild und Verhalten sind identisch mit denen des Originals und sie kann daher beschädigt und im Kampf besiegt werden. Teratornis Simulacrum. Ein Teratornis, der durch den Kontakt mit einem heiligen Monument auf den Plan gerufen wurde. Diese Kreatur ist zwar im Grunde nur ein Trugbild, aber ihr Erscheinungsbild und Verhalten sind identisch mit denen des Originals und sie kann daher beschädigt und im Kampf besiegt werden. Kartoffeln. Bleikranz. Bruchsplitter sind kristallisierte Konzentrationen des Bruchs, die von den Körpern der Gebrochenen nie vollständig absorbiert wurden. Dieser kolossale Kranz wurde von einem von der Verderbnis stark entstellten Gegner zurückgelassen. Er hat mit Tanta Prafs Magie reagiert, die ihm einen unverwechselbaren bläulichen Farbton verleiht.
Ringstein. Dieses grünliche Gestein kommt am häufigsten in Visoria vor, einem Reich, das tief in Tante Olas Magie durchdrungen ist. Nach längerem Kontakt mit dem Bruch haben sich auf seiner Oberfläche ringartige Kristalle gebildet, die manche der Eigenschaften von Bruchsplittern teilen, was das Gestein zu einem nützlichen Fertigungsmaterial macht. Rieche. Schniff, schniff. Ein alter Umhang, der in den Tiefen eines verschlossenen Labyrinths in Ethia verwahrt wurde. Die ehemalige Besitzerin war für ihre unübertroffene Tapferkeit bekannt. Egal wie aussichtslos die Lage auch schien, sie führte jeden Angriff tapfer an, ohne auch nur einen Moment zu zweifeln. Ihre Standhaftigkeit motivierte ihre Truppen so sehr, dass allein der Anblick ihres Umhangs ihnen enormen Auftrieb gab, was der Armee von Ethia mehr als einmal den Sieg brachte. Obala.